Hallo, den Ball vom nassen, matschigen, weichen Boden zu pitchen, ist wirklich schwierig. Aber trotzdem ist genau das hier eine super Gelegenheit, die Patch-Technik zu verbessern. Ich mache einen Schlag vor und dann erkläre ich, worauf ich achte. Okay, so, man möchte Ball dann Boden treffen. Aber man möchte auch nicht, dass der Eintreffwinkel zu steil ist. Weil man kriegt natürlich manchmal Erde ins Auge. Und wenn man ein, zwei Zentimeter zu früh in den Boden kommt, bleibt der Schläger hängen. Es ist einfach nicht konstant genug. So, die Punkte, die wichtig sind. Es geht erstmal mit Stand los. Ballposition relativ mittig, nicht zu weit rechts. Die Hände auch gegenüber des Balles, nicht zu weit vorne. Das Gewicht nur leicht vorne, nicht zu stark auf dem vorderen Bein. Diese Dinge sind wichtig, damit der Eintreffwinkel nicht zu steil ist. Ich habe übrigens ein 52 Grad Gap Wedge. Mit diesem Schläger spiele ich immer mehr. Auch wenn ich den Ball kurz und hoch spielen möchte. Etwas weniger Loft macht den Schlag, vor allem bei schwierigen Lagen, etwas leichter für mich. Okay, so von der Technik her. Der Rückschwung, das ist jetzt von der Entfernung ja 25 Meter. Trotzdem hole ich relativ weit aus, also etwas weiter als parallel. Warum ich das tue, erkläre ich gleich. Was zusätzlich wichtig ist, dass meine Hände relativ ruhig bleiben. Ich möchte ja nicht so viel Handgelenk einsetzen. Eigentlich denke ich gar nicht an Handgelenk, aber da ich den Schläger so locker halte, winkle ich schon ein bisschen, aber so wenig wie möglich. Der Grund, warum ich möchte, dass du nicht zu kurz ausholst, ist, weil du etwas, wenn du etwas weit ausholst, dann kannst du den Abschwung auch ganz ruhig und langsam starten. Das ist so ein entscheidender Punkt für gutes Treffen beim kurzen Spiel allgemein. Dieses Pendelngefühl. Und dieses langsam Starten ist wichtig, weil man so viel bessere Chancen hat, den Schläger auf der Ebene zu lassen. Der Schläger muss perfekt auf der Ebene sein beim kurzen Spiel. Hier haben wir nicht genügend Zeit zu kompensieren. Eine große Hilfe, wenn man einen halben Schwung macht, ist es, die Oberarme am Körper zu lassen während des gesamten Schwunges. Und so führt man den Schwung mit den großen Muskeln des Körpers und nicht mit den Armen. So, ich holle aus, ich starte langsam runter, meine Arme sind dran. Ich muss dann gucken, dass ich im Treffmoment diesen Winkel löse. Denke ich daran? Eigentlich nicht. Entscheidend ist das langsam Starten und dann von hier meine Hüfte und diesen Winkel zu lösen. Der Release kommt da. Und da ich meine Arme am Körper habe, drehe ich mich nach links. Und die Drehung nach links ist sehr, sehr wichtig. Ich erkläre gleich warum. Ich mache jetzt mal einen Schlag. Weit genug ausholen, langsam starten und lass es passieren. Ich habe diesen Ball leicht fett getroffen, aber da mein Schläger in die Ausgangsposition gekommen ist, das heißt, so wie ich gestanden habe, so wie mein Stand war, so sah ich im Treffmoment auch aus, weil ich ja diesen Winkel gelöst habe. Das sorgt dafür, dass ich dann den Boden mir mit der Sohle treffe und nicht mit der Kante.
So meine Technik hat mich jetzt gerettet. Nur ein Fehler, den ich oft mache, und es kann sein, dass es auch dir passiert, manchmal treffe ich den Boden zu früh und ich verliere natürlich Länge dabei. Und die Ursache bei mir, und das sehe ich auch bei vielen meinen Schülern, vor allem die, die etwas länger dabei sind, ist, dass ich meine Hüfte zu sehr lateral bewege und dann ist mein Schulter, mein hintere Schulter, meine rechte Schulter, das Rechtshänder, zu tief. Und die Gefahr ist da, dass ich den Boden zuerst treffe. Was ich dann tue, um das zu kompensieren, ich halte den Winkel länger, aber so treffe ich wieder den Boden mit der vorderen Kante. Das möchte ich nicht. So, was ich tue, und falls du den Fehler auch machst, kannst du gerne auch machen, ist, ich denke an meine rechte Hüfte, dass die Hüfte oben bleibt und nicht runter taucht. Ich hebe ein bisschen meine rechte Ferse und so bleibt meine Schulter minimal etwas höher und dann gestattet das mir zu releasen, diesen Winkel zu lösen, ohne den Boden zu früh zu treffen. So, danke für das Zugucken. Ja, nutze mal diese ganz doofe Bedingungen aus, um besser Golf zu spielen.